Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spyro Reignite Trilogy Cryptos Rage. Ich habe wieder etwas an der Lautstärke rumgeschraubt. Und jetzt bin ich wirklich zufrieden. Das war, weil es vorher etwas zu laut war. Jetzt ist die Frage hier, welches ist zuerst eigentlich dran? Ich nehme mal das. Metropolis. Sind wir hier schon berettet und Clank? Warum hat dieses Schwein eine Rakete auf dem Rücken? Diese Bauernhofmeuterei läuft aus dem Ruder. Wir brauchen jemanden, der die Ordnung wiederherstellt. Der Erfinder-Droid hat etwas Großes vor. Okay, dann muss ich mich mal zu ihm aufmachen. Würde ich mal sagen. Ja. Au! Da bin ich genau in dem reingelaufen. Nach den Einsparungen sind diese Aufzüge in einem üblen Zustand. Der hier steckt fest. Er funktioniert bestimmt wieder, wenn du ihm einen heftigen Schlag verpasst. Mit einem Kopfstoß. Ja, so funktioniert das. Einfach Kopfstoß drauf und es fährt wieder. Diesmal nicht, diesmal nicht. Einfach warten. Au. Den habe ich ja fast nicht gesehen. Wobei ich jetzt nur übersteuere, wenn ich wirklich laut rede. Beim Aufnehmen. Und kommt auch, glaube ich, auch drauf an, wie ich hier sitze vor dem Mikro. Sie fliegen dann irgendwo hin, wenn man sie mit Feuer erledigt. Au! Verdammte Teile. So, Sparks, wieder was zu fressen für dich. Kann ja nicht sein, dass du die ganze Zeit auf dem grünen Level bist. Ein wilder Ochse unsere Waffenkammer eingenommen. Dabei dachten wir, ein gefrorener Gehweg würde die Tiere fernhalten. Der Ochse ist sehr stark. Ich empfehle den Einsatz von Bomben. Du hast richtig gehört. Bomben. Nicht nur eine. Man muss ja nicht betonen, dass es mehrere sind. Haha, der ist einfach. Das hat nicht getroffen. Ja, genau. Exzellent, Drache. Jetzt können wir unsere Stadt verteidigen. Nimm diese optisch ansprechende Belohnung. Optisch ansprechende. Was haben die hier für einen Sprachschatz? Ich weiß es nicht. Diesmal nicht. Nein.
Sind die jetzt schon losgefahren? Bist du losgeflogen? Dass das ja nicht funktionieren würde, war ja klar. Bei dieser Schlucht da hinten. Oder besser bei diesem Hindernis da hinten. Das hätte ja sowieso nicht funktioniert. Und da sind schon wieder welche. Da war nur ein Fünfer drin. Hier sollte man auf jeden Fall nicht ins Wasser. Alles voller Strom. Au! Ah, genau! Hier daraus Vorteile. Ich glaube, das müssten alle sein. Alle Gegner, die es jetzt gibt. Ah, Spyro, ich habe dich erwartet. Danke für deine Hilfe beim Vereiteln der Meuterei. Bitte nimm dieses Objekt, das Lebewesen zu mögen scheinen. Ich habe irgendwie eine komische Redensart. Das ist eine Premiere für Avala, ein Kombinations-Power-Up. Zum Glück bist du hier, um es zu testen. Denn jemand muss die Schafe in ihren Raumschiffen aufhalten. Genau. Schafe und UFOs. Wobei sie nicht aussehen wie die normalen Schafe. Na. Erstmal die ganzen Ballons runterholen. Wo kam das denn her? Na genau, lass dich nicht treffen. Somit kann man auch die ja gut kaputt machen. So, jetzt zu euch Raumschiffen. Da kommen... Nein, nicht dagegen fliegen. Oh, erwischt! Exzellent! Du hast diese Schafe vom Himmel geholt. Nimm diese Kugel als Beweis für dein Können. Ja. Ich wusste es. Die ersten Schafe haben einen Notruf gesendet. Weitere fliegende Untertassen sind unterwegs. Das muss man ja extra noch zeigen, dass da welche sind. Das sieht man doch. Was? Schade, der eine hat nicht getroffen. Wo sind die anderen? Ja, nein, du triffst nicht. Aber ich treffe dich. Okay, ich weiß, wo er lang fliegt. Gut geflogen, Drache. Du hast bewiesen, wie toll meine Doppel-Power-Up-Erfindung ist. Hier, nimm das zur Feier deines Siegs. Okay, sie ist... sehr überzeugt von ihrer Erfindung. Jetzt darf ich erstmal alle Edelsteine suchen, die hier sind. Und ich darf ja nochmal zurückfliegen. Weil da ist ja auch noch eine Kiste. Jetzt darf ich erstmal wieder ein Leben suchen. Und das ist hier oben. Erstmal wieder nach oben. Ich brauche... ja, ein bisschen Nachschub.
So. Hier liegt jede Menge rum. Wieder ein bisschen Nachschub holen. Denn hier sind ja auch noch Edelsteine. Hä? Die hole ich mir natürlich. Natürlich hole ich mir die. Es fehlen noch 22. Die Frage ist, sind alle in dieser einen Kiste oder nicht? Wenn nicht, muss ich einen Edelstein suchen. Ein. Kann man hier hochfliegen? Ja, das waren alle. Okay, ich hoffe, dass ich es noch schaffe, rechtzeitig, um da wieder hochfliegen zu können. Ja, ich schaffe es. 100%, okay. Und ich schaffe es sogar da reinzufliegen. Genau! Er wartet und wartet. Ich gehe los. Und schon wieder umgefahren. Wir sind da irgendwie so ein bisschen unvorsichtig. Ein bisschen zu wenig vorsichtig. So, und ich würde sagen, hier mache ich jetzt einen Cut und bis zum nächsten Part.